Als ich gerade unterwegs war, jetzt beim Joggen, ist mir der Gedanke sehr wichtig geworden, dass die Frucht des Geistes, ein Teil der Frucht des Geistes, die Freude darstellt. Freude in Jesus Christus. Und vielleicht gibst du mir recht, dass es rein menschlich gesehen oft sehr wenig Grund zur Freude gibt, sich wirklich zu freuen. Und mit der Freude, die die Bibel meint, ist kein schelmisches Lachen gemeint oder gar ein überschwängliches Grinsen. Ja, also das ist keine Aufforderung, als Christ grinsend durch die Gegend zu gehen. Das ist ja gekünstelt, das ist ja ein aufgesetztes Lachen. Nein, damit ist vielmehr gemeint, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst, der in uns wohnt, in uns etwas vollführen möchte, vollziehen möchte, uns verwandeln möchte von freudlosen Menschen in Menschen, die Freude verspüren, auch wenn uns ja nach unseren Umständen gemäß oder auch von unserem persönlichen Ergehen gerade überhaupt nicht danach zumute ist. Und wisst ihr, als ich darüber nachdachte, musste ich so staunen über unseren Gott. Er gibt uns die Fähigkeit, uns in ihm zu freuen, durch den Heiligen Geist, dass wir eine Freude haben, die nicht an Äußerlichkeiten gebunden ist, sondern die sich darin orientiert, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist etwas, wozu uns immer wieder auffordert. Im Philipperbrief lesen wir mehrmals die Aufforderung, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und ich finde das total gewaltig, dass der Heilige Geist uns auffordert, Freude zu haben. Und es ist ein Vorrecht, Freude haben zu dürfen. Und ich möchte mir das immer wieder sagen, freue dich im Herrn. Schaue nicht auf die Umstände, schaue nicht auf die Schwierigkeiten, schaue nicht auf den Schmerz, den du manchmal empfindest, sondern schau auf Jesus und dann hast du die Fähigkeit, Freude zu haben, trotz allem, was dir begegnet. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen heute. Lass einfach mal alles das, was dich betrübt, beiseite und konzentriere dich wirklich auf den Herrn. Konzentriere dich auf Gott, konzentriere dich auf Jesus und merke einfach, wie er diese Frucht der Freude in dir ja bewirken möchte. Du kannst sie ja gar nicht von dir aus, aber diese Freude, die ist eine tiefe Zufriedenheit in dem, was Gott uns gibt. Ja, dass wir die Errettung haben, die Erlösung haben, die Vergebung unserer Schuld haben und dass wir eine tiefe Zufriedenheit in ihm verspüren, weil in ihm volles Genüge ist. Weil alles das, was uns das Sichtbare in die Welt geben kann, uns sowieso nicht mit Freude erfüllen kann. Das ist ja alles nur kurzweilig. Das haben wir vielleicht oft gemerkt. Aber alles das, was uns vom Geistlichen her geschenkt ist, in Jesus, ist nicht kurzweilig, sondern ist etwas Erfüllendes, Bleibendes. Und wenn wir uns darin erfreuen, dann verherrlichen wir Gott. Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen. Und dazu hat er uns die Freude gegeben, weil die Freude in Christus ist letztendlich das, was ihn durch unser Leben verherrlicht. Ja, das ist vom Westminster Bekenntnis auch das Kapitel 1 oder Artikel 1. Ja, der größte Sinn im Leben besteht darin, dass der Mensch sich für immer an Jesus Christus freut und dass er ihn dadurch verherrlicht. Und ich finde das so ein gewaltiges Wunder, dass Jesus uns durch die Frucht des Geistes, durch den Heiligen Geist selbst in uns, es ermöglicht, dass wir ein freudevolles Leben führen können. Auch wenn wir nicht mit Grinsen durch die Gegend laufen, das haben wir gerade gehört, dass es darum gar nicht geht. Aber dass wir eine Erfüllung finden, die wir in dieser Welt niemals finden können. Die Erfüllung im transzendenten Bereich, im überirdischen Bereich, im Geistlichen, in Jesus Christus. Und das ein Vorgeschmack auf den Himmel, auf die neue Erde. Denn die neue Erde wird gekennzeichnet sein davon, dass es ein Ort der absoluten Freude sein wird. Und ein kleiner Vorgeschmack darf es hier auf dieser Erde sein, auf dieser gefallenen Erde, wenn die Frucht des Geistes, der Teil der Frucht des Geistes, die Freude in unserem Herzen immer mehr Gestalt annimmt. Dafür lasst uns beten. Herr, bitte mach die Freude in mir noch viel, viel größer. Die Freude über dich, Herr Jesus Christus.